Hallo und herzlich willkommen hier bei uns auf Jungle Drum Radio. 19 Uhr und es ist mal wieder Zeit für eine neue Sendung. Worum geht's heute? Es geht um Menschenwürde und zwar um die Menschenwürde hinter den Türen und Fenstern unserer Jobcenter. Da geht nicht immer alles mit rechten Dingen zu, kann es auch gar nicht, weil die Leute dort mitunter auch ganz schön überfordert sind. Eine Fallberaterin aus Hamburg, die stellt sich jetzt quer und berichtet öffentlich über Missstände in unseren Arbeitsämtern. Dazu begrüße ich die Inge Hannemann. Hallo Inge. Hallo. Hallo. Ja, sag mal, Inge, wie wird man denn eigentlich Fallberaterin beim Jobcenter? Also braucht man da bestimmte berufliche Voraussetzungen? Muss man ein Abitur haben? Was hast du denn vorher gemacht? Dann, also ich möchte hier erstmal alle Zuhörer noch begrüßen. Dann, und ich möchte natürlich auch meine Behörden begrüßen, die mit Sicherheit auch zuhören. Dann, und ja, zu dem Punkt Fallberater. Also diesen Begriff gibt es gar nicht. Es gibt den Fallmanager und es gibt den Arbeitsvermittler und den Leistungssachbearbeiter. Dann, wie kommt man dazu? Also, beziehungsweise ich habe vorher über 10 Jahre in der Erwachsenenbildung für Erwerbslose gearbeitet, bei Bildungsträgern, bei diversen Bildungsträgern. Ich war so ein Bildungsträger-Hopping-Mensch, ja, also immer der gerade die Maßnahmen gewonnen hatte, bin ich dann rübergehüpft, dann weil die anderen zum Teil dann zumachen mussten oder keine Aufträge mehr hatten. Und über diesen Zweig, nachdem die finanzielle Lage immer unsicherer wurde bei den auch großen Bildungsträgern, bin ich dann in das Jobcenter gekommen, weil ich sowieso schon zuvor mit der Agentur für Arbeit die ganzen 10 Jahre auch direkt zu tun hatte. Und habe ich gedacht, ja, warum nicht selbst sich dort bewerben? Was braucht man für eine Qualifikation? Also sehr gerne wird ein Studium gesehen Richtung Sozialpädagogik, Pädagogik, Rechtswissenschaft. Dann aber auch werden gerne Leute gesehen, die eine Verwaltungsfachangestelltenausbildung gemacht haben, also bei der Kommune zum Beispiel oder natürlich auch bei der Bundesagentur für Arbeit. So. Wir haben aber auch sogenannte Quereinsteiger. Ich sag mal, sehr bekannt sind ja die Telekom-Mitarbeiter. Aufgrund der Privatisierung haben wir einige noch dann oder auch von der Deutschen Post. Dann haben wir einige rüberbekommen. So, wir haben auch nicht studierte Mitarbeiter, dann aus zum Beispiel aus der Versicherung. Dann aus dem kaufmännischen Bereich. Also im Grunde genommen haben wir, würde ich sagen, wirklich alles. Dann, und sogar aus Krankenhäusern. Gut, man kann also sagen, das sind also durchaus Leute mit Hintergrund, nicht irgendwelche, sagen wir mal, Zivilversager, um es mal ganz hart zu umschreiben, die dann dort entsorgt werden, sondern das sind wirklich Menschen, die richtig fest im Leben stehen, kann man das so sagen? Ja, also im Grunde genommen schon. Also die Lebensläufe werden schon sehr stark geprüft. Dann, wir haben aber auch Mitarbeiter, die aus der Arbeitslosigkeit herauskommen. Dann, weil wir auch intern immer wieder mal aufgefordert werden, unseren Stamm durchzugucken, gerade für Projekte, die da starten, ob nicht jemand Passendes also dabei ist. Gut, du hast in deinen Publikationen, auch auf deinem Blog und du hast auch eine Seite, immer mal auf Missstände in den Jobcentern hingewiesen, heißt es. Ich habe mir deinen Blog angeguckt. Ich kann nicht sagen, dass da jetzt irgendwie besonders hetzerisch oder reißerisch oder womöglich sogar vorbei an am Presse- und Medienrecht berichtet würde, sondern das sind sehr, sehr objektive Darstellungen, sehr neutral, bewusst neutral gehalten. Und meistens stellst du einfach nur die Aussage eines anderen dort in den Raum und kommentierst diese noch nicht mal. Trotzdem leuchtet da so ein bisschen durch, dass dir dadurch vielleicht Nachteile erwachsen sind. Könntest du da mal näher drauf eingehen? Ja, also ich sag mal, also meine Artikel sind mehrheitlich auch durch Medienanwalt geprüft, dann um eben nicht die Meinungs- und Pressefreiheit zu verletzen, um keine falsche Tatsachenbehauptung aufzustellen oder womöglich Schmähkritik. Dann, ich sag mal, der Artikel, der ja inzwischen als Brandbrief bezeichnet wird und die Bundesagentur für Arbeit schaut zu, wo ich von Toten spreche, von geschädigten und geschändeten Hartz-IV-Beziehern. Als auch von
subtiler, Gehirnwäsche geprägte Mitarbeiter, das ist natürlich schon, sind schon sehr harte Worte. Das stimmt. Da nimmt man dran Anstoß, dann, weil das ja ein direkt offener Brief ist an die Bundesagentur für Arbeit. Man nimmt aber auch Anstoß an dem Artikel, wo ich meine Kollegen in unterschiedliche Riegen aufteile, was es für unterschiedliche Mitarbeiter dort gibt. Denn das wurde auch nicht gerne gesehen. So, und aufgrund dieser zwei Artikel habe ich natürlich schon Ärger bekommen. Damit habe ich auch fast gerechnet. Und man hat dann gesagt, man lädt mich ein zur Anhörung. Dann die habe ich nach dem Urlaub persönlich ja übermittelt bekommen durch meine Teamleiterin, deren Stellvertretung im Beratungsgespräch. Dann, und die Anhörung war dann sozusagen 2 Tage später. Das war natürlich viel zu knapp. Dann, ich konnte das dann von nochmal um 2 Tage verlängern, um mich auch mit meinen Anwälten zu verständigen. Dann, die Anhörung fand aber nicht statt. Dann ganz kurzfristig wurde sie abgesagt, weil aufgrund der großen Solidaritätswelle über die sozialen Netzwerke befürchtet wurde, dass sich da eine Spontan-Demo von 100 bis 200 Menschen ja, zusammenfinden oder stattfindet. Und da hatte man dann Angst um meine Sicherheit, also natürlich auch um die Sicherheit der BASFI, also meinem eigentlichen Arbeitgeber, der Behörde in Hamburg. Und hat das dann ganz kurzfristig wieder abgesagt. Ja, für mich war das in dem Moment der Beweis, dass irgendwelche Leute von meinen Behörden sozusagen mitlesen auf Facebook. Ja, Ja. und wir haben kalte Füße bekommen. Naja gut, dann kommen wir mal zum Thema selber. Ich habe das heute in dem Text mal so ein bisschen provokant beschrieben. Ich zitiere das mal kurz. Wer es bis Hartz IV geschafft hat, der hat ja eigentlich sein Ziel erreicht. Er wird nämlich nie wieder arbeiten müssen und er darf ja auch alles haben, außer Besitz. Also ist ein Lebenskonzept durchaus mit Stil und vor allen Dingen, es findet ja zusehends Verbreitung in unserem Land. Klingt etwas provokativ, was sagst du dazu? Ja, das klingt durchaus provokativ, denn nichtsdestotrotz, als ich den Text gelesen habe, musste ich doch gleich grinsen. Denn ich sag mal, er hat es bis dahin geschafft, heißt schon auch für mich einmal Hartz IV und sehr gerne doch dort bleibend Hartz IV. Dann, das ist natürlich eine Tragik, das darf so nicht sein. So, ja, weil einfach, ich sag mal, die individuelle Begleitung in den ersten Arbeitsmarkt sehr gering ist in den Jobcentern. Das liegt aber, ich sag mal, nicht nur an dem Nichtwollen der Jobcenter-Mitarbeiter, sondern auch wirklich auch an dem hohen Druck, den die Jobcenter-Mitarbeiter, sag ich mal, ach, jetzt fehlt mir das Wort, Ausgesetzt. ausgesetzt, genau, danke, ausgesetzt sind. Dann, also die haben im Schnitt 300, 350 Erwerbslose zu betreuen. Und das ist natürlich viel zu viel, ja. Das heißt, wir haben ja nicht nur die Erwerbslosen zu beraten, zu betreuen, sondern auch ganz viel Statistikerfüllung, ganz viel im System zu ergänzen. Und das nimmt natürlich viel, viel Zeit. Ja, und dadurch fehlt die intensive Betreuung. Also für mich heißt Intensivbetreuung wirklich zu gucken, was ist möglich. Ja, mit jedem Einzelnen, also wirklich jeden Einzelnen, den Lebenslauf angucken, die Stolpersteine angucken, die Alternativen angucken, also auch einen Plan B zu haben und dann wirklich loszustarten, ja. Und auf der anderen Seite haben wir auch gar nicht den Arbeitsmarkt für diese hohe Anzahl der Erwerbslosen. Jetzt in Hamburg sieht es ja noch relativ, sag ich mal, genehm aus, dann, aber wir haben ja durchaus andere Landstriche, wie gerade der Osten in Bayern oder auch der Norden hier, da ist einfach gar nichts, ja. Und wenn ich keine Arbeitsplätze habe, kann ich leider auch nicht vermitteln. Ja, das ist das große Problem. Und an der Stelle will ich auch noch mal ganz klar betonen, es geht bei dieser Sendung jetzt nicht darum, Arbeitsämter zu prügeln oder zu bashen, sondern ich will einfach nur die Probleme aufzeigen, die da entstehen.
für die Betroffenen, Arbeitslosen, Erwerbslosen, aber eben auch versuchen, die Ursachen und Hintergründe da ein bisschen rauszuarbeiten, die dazu führen. Denn ohne Grund passiert das ja nicht. Trotzdem kann man wohl festhalten, dass in den Jobcentern, ja, das ist auch etwas verwirrend, Arbeitsamt, dann hieß es Jobcenter, jetzt ist es die AGE war es dann, jetzt ist es das Jobcenter. Also diese dauernden Namenswechsel, das irritiert. Wie auch immer dem sei, dort läuft immer wieder mal einiges schief. Und du hast ja vorhin schon ein paar Andeutungen gemacht, dass da durchaus Leute auch in Gefahr geraten oder eben auch um ihr Recht geprellt werden. Erzähl doch einfach mal ganz frei, was sind so die gravierendsten Fälle, die dir da aufgefallen sind oder die dir auf den Tisch gekommen sind? Also als erstes erstmal tatsächlich die häufige Unfreundlichkeit, die Ungeduld von Seiten der Jobcenter-Mitarbeiter. Damit meine ich aber nicht alle. Also ich kenne auch wirklich viele nette, liebe Kollegen, die sehr, sehr bemüht sind, das irgendwie alles auch zu schaffen. Dann, aber in dem Sinne spreche ich auch von gewollter Willkür, wie zum Beispiel unberechtigte, ungeprüfte Sanktionen, ein ganz großer Punkt. Ja, das sieht man auch daran, dass ja über die Hälfte der Klagen, was ja mehrheitlich wegen der Sanktion ist, auch gewonnen werden von den Erwerbslosen. Dann, man sieht es auch an der hohen und steigenden Anzahl der Klagen. Dann kritisiere ich ganz stark das Verschleppen von Anträgen und deren Bearbeitung. Das heißt, Post geht tatsächlich einfach verloren. Das ist mir selbst schon mehrmals so gegangen, dass ich selbst interne Post losgeschickt habe, die innerhalb von Hamburg nicht angekommen ist. Dann, und ich mache inzwischen von allem immer eine Kopie, damit ich das wieder nachsenden kann. Dann dauert die Bearbeitung sehr, sehr lang. Das liegt daran, dass die Leistungssachbearbeiter noch mehr Fälle auf dem Tisch haben. Dann und auch wir in den Jobcentern allgemein einen sehr, sehr hohen Krankenstand haben. Ja, das heißt, zum Teil, wenn 5 Leistungssachbearbeiter zuständig sind, sind dann 1, 2 nur noch da. Und der Rest wird, also die offenen Fälle, dann irgendwie aufgeteilt. Dann ist für mich auch Willkür die Zwangsumzüge, dass Menschen gezwungen werden, umzuziehen, weil die Miete 30 Euro über dem Regelsatz, was die Miete kosten darf, liegt. Dann ohne wirklich zu gucken, was tut man den Menschen damit an. Ja? Man reißt sie aus dem sozialen Umfeld. Es werden Menschen zu Zwangsumzügen gezwungen, die das körperlich nicht schaffen. Dann, und man den lapidar sagt, dann holen sie ihre Nachbarn, ihre Freunde. Das ist auch nicht so einfach, weil ganz viele Betroffene einen Verlust des sozialen Umfeldes erleben. Ja? Von Hartz-IV-Betroffenen wenden sich leider auch sehr viele Freunde, Bekannte ab. Das erlebe ich immer wieder. Dann natürlich die oftmals Verweigerung von Leistungen, obwohl sie den Betroffenen zustehen. Ja, wie zum Beispiel ganz klassisch der Mehrbedarf, gerade bei Sondernährung erlebe ich das immer wieder. Da haben wir einen Katalog, wo ganz klar definiert ist, wer die Sondernährung bekommt. Dann, und nichtsdestotrotz wird es einfach über Monate, zum Teil über Jahre, einfach nicht bewilligt, ja, oder dann einfach gesagt, dann gehen Sie zu dem Arzt und zu dem Arzt und das ist für mich, das sind Missstände, das darf nicht passieren, weil wir haben einfach mit Menschen zu tun, ja, mit Menschen in Not, weil ich sag mal, bei Sondernährung der Mensch hat das nicht ohne Grund, ja, das heißt, da liegt eine Krankheit vor und der braucht das einfach. Nun sind ja nicht alle unsere Hörer erwerbslos und von Hartz IV abhängig. Vielleicht können Sie mal kurz erklären, in welche Mühle geraten Leistungsempfänger denn dann eigentlich? Was dürfen die noch, was dürfen sie nicht? Dürfen die eigentlich noch irgendwas außer irgendwelche Papiere abgeben? Wie sieht das konkret aus? Dann, also erstmal, ich sag mal, wenn Sie arbeitslos sind und Sie haben noch Anspruch auf Arbeitslosengeld 1, das ist in dem Fall die Agentur für Arbeit, und dann füllen Sie da klar erstmal den Antrag aus. Nach 12 Monaten fallen Sie automatisch in Hartz IV und müssen dort den Antrag ausfüllen, der sehr, sehr komplex ist. Ich selber habe den Antrag auch mal zum Üben ausgefüllt. Ich habe also über eine Stunde gebraucht, allein schon auch, um meine ganzen Unterlagen mal zusammenzusuchen. Dann, wenn Sie das geschafft haben, dann
kommt automatisch und da kritisiere ich auch die Mainstreams, die Stigmatisierung, ja, des faulen Harzers. Die haben ja eh keine Lust. Dann das verurteile ich komplett, weil diese Stigmatisierung ist wirklich wie ein Stempel ungefähr auf der Stirn, wirkt sich ganz krass bei den Bewerbungen aus. Ja? Das heißt, wenn sich jemand aus dem Jobcenter bewirbt, haben wir immer noch ganz viel die Meinung von Seiten der Arbeitgeber, der Unternehmen, ja, wenn er jetzt immer noch keinen Job gefunden hat, dann muss es an ihm liegen, obwohl das in der Regel leider nicht der Fall ist. Dann, und in dem Moment, wo sie dann im Jobcenter gemeldet werden, erleben sie einfach einen sehr, sehr hohen Druck. Ja, und ich fand das interessant. Ich habe gerade heute in der Verdi-Zeitschrift, die heute kam, einen Artikel gelesen von Frank Sierski, da dem Vorsitzenden. Und der selbst er sagt, Hartz IV macht Angst, ist eine ständige Bedrohung für Erwerbslose und für Beschäftigte. Und er schreibt dann weiter, und wer sich weigert, also in den Jobcentern, jede noch so minder qualifizierte Arbeit anzunehmen, dem droht die Kürzung des ohnehin zu niedrigen Hartz-IV-Satzes. Und das ist das, was ich so offen kritisiere, dieser ja, schon nach außen dringende Druck. Ja, die Leute oder die Erwerbslosen kommen dahin und spüren einfach Druck. Die kriegen sofort die Eingliederungsvereinbarung auf den Tisch geknallt, ohne dass da wirklich eine gegenseitige oder miteinander mögliche Ausformulierung möglich ist. Und da steht dann erstmal sowieso drin, standardmäßig, was sie alles nicht dürfen. Und das erzeugt unendlich Druck und Angst in dem Moment. Was halten Sie eigentlich aus rechtlicher Sicht denn von dieser Eingliederungsvereinbarung? Wie gesagt, man kann ja einem Menschen eigentlich nicht seinen Lebensunterhalt vorenthalten, weil er sich weigert, einen bestimmten Vertrag zu unterschreiben, den ich ihm vorlege. Das ist doch eigentlich sittenwidrig, streng genommen, oder täusche ich mich da? Also die Eingliederungsvereinbarung wird ja auch bezeichnet als sogenannte subordinationsrechtlicher öffentlich-rechtlicher Vertrag. Das heißt, wir haben oder hier gelten demnach die Allgemeinbestimmungen nach dem SGB X und dem BGB, also im bürgerlichen Gesetzbuch. Und ich sehe die Problematik darin, dass das Zustandekommen oftmals unter Drohung oder Zwang stattfindet. Und nach dem BGB ist sowas sowieso eindeutig sittenwidrig. Und dem Leistungsberechtigten fehlt auch oftmals wirklich die Gelegenheit, einen Gegenvorschlag zu unterbreiten, ja, um nach den Vertragsbedingungen auch Einfluss zu nehmen. Ja, das heißt, wir haben fertige Textbausteine wie die Ortsabwesenheit. Der Betroffene darf ja seinen Wohnort nicht verlassen. Dann Urlaub muss er sich genehmigen lassen wiederum. Und die Mitarbeiter, die gehen auch die Diskussion zum Teil einfach gar nicht ein. Die sagen, das ist so und da können wir nichts ändern und das müssen sie jetzt nicht, müssen sie unterschreiben. Und wenn sie nicht unterschreiben, sanktionieren wir, was wir gar nicht dürfen. Ja, da haben wir sogar interne Anweisungen, dass wir bei Verweigerung der Unterschrift nicht sanktionieren dürfen. Ja, dass dann der automatische Verwaltungsakt kommen muss und nur dieser kann vor Gericht auch eingeklagt werden. Ja, weil alle Menschen, die sozusagen die Eingliederungsvereinbarung abschließen, bestätigen damit, dass sie einverstanden sind und dann ist wirklich keine Klage mehr möglich oder ganz, ganz schwer nur noch. Ja? Und es geht um die Klagemöglichkeit. Das Dann. steckt dahinter. Genau. Ja, und ja, es muss einfach ein Austausch stattfinden. Nun wenden Sie sich ja im Grunde gegen diese Sanktionierungspolitik. Das heißt, Leistungskürzungen, wenn man ohnehin schon am untersten Existenzminimum lebt, dann das ist einfach nicht mehr akzeptabel für Sie. Andererseits ist es doch auch so, dass die Leistungsempfänger, ich sage es mal lieber die Arbeitslosen, ich finde das Wort so scheußlich, dass sie ja auch irgendwo ein bisschen mitmachen müssen. Die müssen ja auch mal einer Vorladung folgen oder einer Einladung zu einem Gespräch
über die berufliche Situation oder über die Zukunftspläne, über Weiterbildung. Und viele würden das gar nicht wahrnehmen vielleicht, wenn man ihnen nicht auch ein bisschen Druck machen würde. Ich meine, Mensch ist ein fauler Hund an sich. Vielleicht ist es ja so, dass sie ohnehin keine Chance haben und dass man sich die Sanktionen dann eigentlich sparen kann, mitsamt den ganzen Terminen und Vorladungen, weil die ja sowieso keine Arbeit bekommen. Oder was ist denn dann der Grund? Also erstmal möchte ich dich korrigieren, das sind keine Leistungsempfänger, sondern Leistungsberechtigte. Ja, Okay. weil das Hartz IV sozusagen oder das Arbeitslosengeld II ersetzt ja die frühere Sozialhilfe. Ja, leistungsberechtigt heißt nicht, dass er auch das Geld tatsächlich empfängt. Ja, da haben wir ja viele Fälle, die dafür kämpfen müssen. Dann gut, das mit der Sanierung, Sanktionen und den Termin. Dann, also grundsätzlich halte ich die Termine, auch die Einhaltung der Termine für ganz, ganz wichtig. Dann die lehne ich überhaupt nicht ab. Ich bin froh um jeden jungen Menschen. Ich habe ja die jungen Menschen von 15 bis 25, wenn die kommen, weil ich nur im persönlichen Gespräch und vor allen Dingen auch, und das war ganz wichtig, im empathischen Gespräch, kann ich die jungen Menschen beraten. Das heißt, ich kann nur hier gucken, wie ist die aktuelle Lage, was war in der Vergangenheit und was können wir für die Zukunft gestalten. Ja, und die Pflicht haben natürlich alle Mitarbeiter dann, und ich kann auch nur im persönlichen Gespräch akute Hilfe leisten. Ja, das heißt, wenn ich die jungen Menschen nicht an den Tisch bekommen, weiß ich auch nicht, was Sache ist, denn ob irgendwas akut ist oder wie ich wirklich praktisch helfen kann. Ja, und die praktische Hilfe ist wirklich zu gucken, welcher Arbeitsplatz passt, also wirklich passt genau, oder auch Ausbildung denn, und auch Reduzierung von Vermittlungshemmnissen, wenn welche da sind. Ich habe ja alle Arten von jungen Menschen. Ich habe junge Menschen, die kann ich wirklich gleich in Ausbildung vermitteln. Ich habe junge Menschen, die brauchen einfach eine Stabilisierungsphase. Und ohne Gespräche kriege ich das natürlich nicht hin. Trotzdem sind Sie dagegen, dass man den Druck macht. Also das heißt, Sie sollen freiwillig kommen. Wenn jetzt aber jemand nicht mitmacht, einfach nicht mitmachen will, ja, wie soll man ihn dazu bringen, wenn nicht durch Sanktionen? Also Sanktion heißt ja immer Geldentzug. Also Sanktion ist ja grundsätzlich eine Strafe. Wenn ich jemandem das Geld entziehe oder mit Strafe drohe, baue ich automatisch einen Druck auf. Ja, und ich bin der Meinung, und das sagt mir auch wirklich meine Erfahrung, mit Druck kriege ich niemand zu irgendwas. Ja, da kommt die Totalverweigerung, da kommt die Wut, dann in der Regel dann natürlich gegen mich. Dann oder gegen die Mitarbeiter, weil das auch nicht verstanden wird. Die sehen in dem Moment nur noch Druck, kein Geld, von was soll ich leben? Dann, und deswegen sehe ich das als komplett verkehrt an. Denn abgesehen davon, dass selbst das Bundesverfassungsurteil von 2010 ganz klar sagt, es darf niemand unterm Existenzminimum kommen. Die Bundesagentur für Arbeit stellt dem entgegen, dass es ja die sogenannten Sachleistungen gibt, dann wie Lebensmittelgutschein, ist eine Kannbestimmung, ist kein Muss. Aber mit dem Lebensmittelgutschein, abgesehen davon, dass es total demütigend ist, damit einzukaufen, kann ich zum Beispiel nicht irgendwo hinfahren. Also gerade erlebe ich oder weiß ich aus Berichten, die Leute müssen zum Arzt, sie haben kein Geld, sie haben nur einen Lebensmittelgutschein und kommen gar nicht zum Arzt, obwohl ein Arztbesuch dringend notwendig ist. Ja. Und das lehne ich natürlich ganz ab. Dann, ich sag mal, also mit Druck geht nicht zu arbeiten. Das heißt, man muss die Leistungsberechtigten anders dazu bringen, trotzdem die Termine wahrzunehmen. Und das geht nur, indem sie merken, da ist jemand, der wirklich ehrlich helfen will. Also nicht gespielt, sondern wirklich authentisch ist. Ja, es würde mich interessieren, wenn jetzt jemand ständig unter Druck ist, eigentlich auch ständig als sozialer Parasit oder Schmarotzer runtergebügelt wird von den Medien, wenn er gleichzeitig Verträge gegen seinen Willen unterschreiben muss, wenn er mit Leistungskürzungen zu rechnen hat.
dann reduziert das ja auch seine Ich-Größe. Der wird immer unsicherer und das ist ja eigentlich absolutes Gift, wenn ich mich bewerben will. Dann muss ich ja wirklich, entschuldigen Sie meinen Duktus, auf die Kacke hauen. Ich muss versuchen, den großen Strahlemann zu spielen und alle zu überzeugen. Können die das überhaupt noch, wenn die so gestutzt sind? Nein, viele können es einfach nicht mehr. Ich erlebe, wenn ich gerade neue junge Menschen kriege, die kommen richtig schon mit Angst. Dann aus Erfahrung von anderen Jobcentern oder auch Mitarbeitern, Kollegen, die sitzen da und die sind einfach ruhig, ja. Und ich hatte ja auch schon mit über 25-Jährigen zu tun. Ganz viele sind depressiv, sind voller Angst oder auch Lethargie oder auch daraus folgt dann wieder die Ohnmacht. Und aus dem Ganzen folgen dann somatische Beschwerden wie ganz klassisch die Rückenschmerzen, Herz-Kreislauf-Probleme, was dann oftmals unterschätzt wird. Ja? Also somatisch oder psychosomatisch sind für mich einfach schwerwiegende Erkrankungen. Dann das heißt, man muss diese Menschen wirklich versuchen zu überzeugen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das dauert Wochen, es dauert Monate, dass man ihnen nichts Böses will. Und auch gucken, dass das Misstrauen ja wieder zu verringern einfach. Dann, und ich sag mal, ein Mensch kann nur eine bestimmte Zeit wirklich Schikane Ohnmacht aushalten, ja, und dann reagiert einfach jeder Körper. Es gibt ja diesen Begriff der Hartz-IV-Falle. Einmal Hartz-IV, immer Hartz-IV heißt es. Warum ist das so? Warum kann man da nicht wieder rauskommen? Was hat das mit einer Falle zu tun? Dann, also die Hartz-IV-Falle, ja, ist ja so ein klassischer Begriff, den gibt es ja schon fast von Beginn an. Das ist in der Regel wirklich ausgehend, warum soll ich eine sozialversicherungspflichtige Arbeit aufnehmen, wenn ich da nicht mehr verdiene als das, was ich vom Jobcenter bekomme? Ja, das heißt, wir befinden uns hier im prekären Beschäftigungsverhältnis, also im Niedriglohnverhältnis. Dann, und das ist natürlich eine Überlegung von den Menschen, die durchaus die Berechtigung hat. Dann, ich sage jetzt aber hier, nicht der Hartz-IV-Satz muss runter, das ist ja eine häufige gängige Meinung, damit der Anreiz wieder geschaffen wird, sondern ich drehe das Ganze um und sage, der prekäre Arbeitsmarkt, der muss weg und die Löhne müssen höher angesetzt werden. Ja, das heißt, so hoch die Löhne, dass die Menschen wirklich dann auch, wenn sie eine Tätigkeit aufnehmen, ohne Hartz-IV menschenwürdig leben können. Wie Ja, viel und Euro sind denn das, meine Hausnummer? dann, also ich spreche von mindestens 12 € die Stunde, ja, und nicht nur 10 €. Eine ganz elegante Lösung, um Hartz IV endgültig zu besiegen oder zu den Akten legen zu können, wäre das bedingungslose Grundeinkommen, das gerade diskutiert wird. Hätte auch den Vorteil, alle haben wieder ein bisschen Geld und können auch wieder unser Bruttoinlandsprodukt ein bisschen ankurbeln, was ja auch der heimischen Wirtschaft zugute käme. Wie denken Sie darüber? Gut, also ich zitiere hier immer sehr gerne Grundgesetz Artikel 12 Absatz 1 und 2. Das heißt, alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen und niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden. Ja, ich spreche mich auch klar für das bedingungslose Grundeinkommen ein unter ja, Hinweis, das würdigt den Menschen wirklich in seinem Menschsein, unabhängig jetzt von seiner Qualifikation oder seines Lebenslaufes. Und damit hätte der Mensch auch wirklich Zeit, sozusagen sinnstiftende Tätigkeiten auszuüben und vor allen Dingen Tätigkeiten, mit denen er sich auch wirklich zu 100% identifizieren kann. Ja, es geht hier bei mir jetzt auch speziell nicht darum, dass es ja heißt, ja, jeder kriegt das BGE abgekürzt. Ja, damit wird das Faulsein in Anführungszeichen unterstützt. Dann davon distanziere ich mich, sondern wirklich, es geht darum, dass der Einzelne die Sicherheit haben muss, auch bei nicht vorhandenen Arbeitsplätzen dann und den steigenden Teilzeitarbeitsplätzen oder auch Minijobs.
so zu leben, dass er nicht in Not gerät. Dann, um damit auch dann die sogenannte Bittstellerposition, wie wir sie ja derzeit im Jobcenter haben, zu unterbinden. Das heißt, die Erwerbslosen, die Leistungsberechtigten sind ja jetzt derzeit wirklich Bittsteller beim Staat. Ja, und mit dem BGE wird das einfach komplett unterbunden. Nun ist es leider so, dass unser ganzes Geld unsere Banken gerade brauchen für ihre Geschäfte oder genauer gesagt für ihre Fehlleistungen, um die zu finanzieren. Wie könnte man jetzt also ein bedingungsloses Grundeinkommen finanzieren? Wie könnte das geschehen? Dann, also es, das, ich sage mal, die Problematik beim BGE besteht ja derzeit noch in der Unsicherheit, dass es so viele Modelle gibt. So, und deswegen, sage ich mal, möchte ich mich jetzt nicht auf ein Modell jetzt hier festlegen. Dann, ich rechne auch diverse Modelle durch. Dann, und, aber ich glaube, dazu müsste man noch viel mehr in das Bankensystem Einblick haben. Dann und auch in die vermutlich noch kommende Arbeitsmarktentwicklung einfach. Also unser Nachbarn, die Schweden, die haben das ja anders gemacht. Vielleicht kurz nochmal eine kleine Retrospektive, ein kleiner Exkurs in Geschichte. 1881, da hat der Kaiser Wilhelm erstmals beauftragt vom Reichskanzler Otto von Bismarck, den Auftrag bekommen, Sozialsysteme einzuführen, also Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung. Und er hat gesagt, gut, sollt ihr haben, müsst ihr aber selber zahlen. Das heißt, die Bosse, die zahlen nicht in diese Sicherungssysteme ein. Auch Freiberufler, Selbstständige müssen da nicht einzahlen. Die sind dann privat versichert, die zahlen ihre Rentenversicherung selber, aber eben nicht in den großen Topf ein. So, können sich aber selber was zurücklegen. Das kann es der Arbeitnehmer nicht. Der muss jetzt also das alles bezahlen. Und als dann in den 80er und 90er Jahren dann wahnsinnige Entlassungswellen kamen, da wurden ja wirklich Hunderttausende entlassen, Stämme wurden verschlankt, wie man damals schön sagte, gibt es einfach nicht mehr genug Arbeitnehmer, um noch in den Topf einzahlen zu können. Und die Arbeitgeber, die müssen ja, wie gesagt, nicht zahlen, tun es folglich auch nicht. Und deshalb gerät das jetzt immer mehr in die Schieflage und deswegen hat Schröder eben 2005 die Agenda 2010 auch einführen müssen. Nicht nur wegen des Washington-Konsens. So, soweit, so gut. Es gibt aber auch andere Modelle. In Schweden beispielsweise, da zahlt aller vom Jeder zahlt dort ein, vom Konzernboss bis zum Zeitungsausträger zahlt jeder in die sozialen Sicherungssysteme ein, mit dem Unterschied, dass es dort zwar hohe Steuern gibt, die müssen auch bis 67 arbeiten, bis sie Rente kriegen, dafür aber sind die Sozialkassen immer gut gefüllt. Dadurch ist Schweden ein interessanter Wirtschaftsstandort, weil es dort eben immer schön floriert. Die Leute haben Geld, die Leute kaufen. Das Bruttoinlandsprodukt ist stabil. Das zieht wiederum ausländische Investoren an, hindert zugleich, dass inländische Investitionen ins Ausland abfließen, weil die natürlich dann lieber im Inland anlegen, wenn sie sehen, dass das einfach wirtschaftlich stabiler dasteht. Wäre eigentlich nach meiner Meinung nach das bessere Modell. Was halten Sie davon? Ich finde das durchaus sehr sinnvoll. Man hat ja auch festgestellt, dass die Arbeitnehmer in Schweden viel gesünder sind. Das fand ich sehr interessant. Das ist eine neue Studie von 2011. Arbeiten viel, viel länger. Denn, also sie arbeiten vor allen Dingen gesünder länger. Ja, die Bezuschussung gerade im Sozialbereich, also im Pflegebereich, ist weitaus höher. Dann der öffentliche Dienst hat viel mehr Angestellte. Wir reduzieren ja, die bauen richtig auf. Dann um auch in das Gesundheitswesen, ja, vor allen Dingen die Prävention einzuzahlen, das zu fördern. So, und also von dem her finde ich diesen Blick einfach sehr interessant. Ja, und also in Schweden könnte ich mir auch durchaus vorstellen zu arbeiten. Also das Modell könnte man ihr vielleicht auch mal probieren. Man Ja. kann ja auch mal aus den Fehlern anderer lernen und muss sie nicht immer selber vormachen. Genauso gut kann man aber auch aus den Vorteilen anderer lernen. So, an dieser Stelle müssen wir jetzt mal eine kurze Pause machen, ein bisschen Musik hören. Jan, sei mal bitte so lieb. Jan ist unser Techniker im Hintergrund. Den grüße ich an der Stelle. Hallo, hallo. Sei mal bitte so nett und mach ein bisschen Musik, dass wir uns kurz entspannen können. Und danach geht es dann gleich weiter mit dem zweiten Teil des Interviews.
Studio R. Now take it as a blessing. So, wir kommen zum zweiten Teil unseres Interviews. Ja, ein Jobcenter für den Erwerbslosen, ist das die Höhle des Löwen. Ein großer, dunkler Rachen, in den er hinein muss, vor dem er sich fürchtet. Und es ist klar, dass da auch die Gerüchteküche gerne mal so ein bisschen blüht. Deswegen wollen wir damit heute mal ein bisschen aufräumen. Und dann kommen wir gleich mal zu dem ersten Gerücht. So geht zum Beispiel die Runde, dass
Fallberater, wenn sie ganz besonders hart sind und viel sanktionieren und die Leute rausschmeißen und so dem Staat Kosten ersparen, dass sie finanziell besser gestellt sind, dass sie eine bessere Weihnachtsgratifikation bekommen, dass die gelobt werden, vielleicht sogar irgendwelche innerbetrieblichen Punkte bekommen, dass hingegen welche, die wirklich sich an die Vorschrift halten und den Leuten das geben, was ihnen zusteht, dass sie eher ein bisschen Ärger bekommen mit dem Chef. Wie sieht denn das aus? Was ist da dran an dem Gerücht? Dann, also eine höhere Weihnachtsgratifikation, das gibt es definitiv nicht. Ja, die Weihnachts oder das Weihnachtsgeld oder Gratifikation wird entsprechend dem Tarifvertrag der Länder, ja, des öffentlichen Dienstes ausbezahlt. Dann je nach, sag ich mal, Stufe entsprechend. Dann, also ich glaube, wenn es das geben würde, dann das wäre wirklich ein Skandal. Denn allerdings, was es gibt, was wir schon Mitarbeiter der Agentur für Arbeit zugetragen haben, sind das schon sogenannte Leistungsprämien für gute Vermittlungszahlen. Das heißt, das Team, so hat mir einer berichtet, bekommt Geld. Die Summe wurde mir leider nicht gesagt. Und dann wird dieses Geld an entsprechende Mitarbeiter nochmal ausbezahlt. Wobei mir bekannt ist, dass man dann davon eher auch nochmal einfach gemeinsam essen geht. Ja, also das Jahr sozusagen feiert. Allerdings finde ich, sag ich mal, für hohe Vermittlungszahlen extra Geld finde ich auch schon sehr bedenklich. Das bringt mich zumindest gleich auf die nächste Frage, nämlich Zeitarbeitsfirmen. In Zeitarbeitsfirmen kann man wunderbar vermitteln. Die nehmen wirklich jeden. Die gucken auch nicht groß auf die Zeugnisse. Die sind froh, wenn man einigermaßen von links nach rechts lesen kann. Da kann man natürlich viel vermitteln. Da kann man natürlich auch dann eben doch vielleicht mal ein paar Punkte beim Chef sammeln. Aber es gibt hier auch die böse Mär, dass es da Deals geben soll zwischen Mitarbeitern der Jobcenter und Zeitarbeitsfirmen nach dem Motto, sie schicken mir genügend Humankapital, damit ich genügend Leute zum Vermitteln habe, ist uns völlig egal, ob die da geeignet sind oder nicht, ob die das wollen oder nicht, schicken sie die immer mal zu uns und dann nehmen wir die in unserem Pool auf und davon leben wir ja. Und dafür kriegen sie dann von uns unter der Hand immer mal ein bisschen was zugeschoben. Könnte man sich als Arbeitsloser definitiv nicht gegen wehren. Ich spiele Ja, den also, Satz nicht weiter. ja, du sprichst ja die Korruption an. Ja, ich meine, Korruption ist auch im Ja. öffentlichen Dienst kein Fremdwort, wie auch in der freien Wirtschaft ja auch nicht. Das ist klar. Mir ist jetzt selber kein Korruptionsfall bekannt. Was ich auch schon selbst erlebt habe, ist, dass gerade die Zeitarbeitsfirmen sehr gerne Geschenke verteilen. Ja, auch hochwertige Geschenke. Damit wir eben die Erwerbslosen, sag ich mal, dorthin vermitteln, damit man die Zeitarbeitsfirmen nicht sozusagen vergisst. Auch die Zeitarbeitsfirmen merken, dass sich immer weniger Leute bewerben. Dann, die wünschen sich ja auch, dass jeder Vermittlungsvorschlag an die Zeitarbeitsfirma mit Rechtsfolgebelehrung geschickt wird, damit man eben das Anrecht hat zu sanktionieren, damit der Druck der so gemeinte oder vermeintliche Druck höher wird, dann die Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit dürfen Geschenke annehmen bis zu 20 Euro. Aber jedes Geschenk, also auch jeder kleine Kugelschreiber durch Unternehmen muss in eine sogenannte Liste eingetragen werden. Mein letzter Kenntnisstand für Mitarbeiter aus den Kommunen, also von zum Beispiel jetzt hier in Hamburg die Städter, wie ich einer bin, ist, dass ich gar nichts annehmen darf. So ist es mir auch recht, ich kriege auch nichts. Ich glaube, die wissen, dass ich die deswegen auch nicht bevorzugen werde. Aber auch wir müssten dann sozusagen in eine sogenannte Liste alles einzutragen. Wie weit das gemacht wird, weiß ich nicht. Ich habe mir so eine Liste noch nicht angeguckt. Kann ich jetzt mehr überhaupt kein Urteil, ja. Aber klar werden Geschenke verteilt, also Du sprachst ja. sogar von wertvollen Geschenken. Worum handelt es sich denn da? Porsche? Nein, 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 also wertvoll ist für mich wirklich schon eine sehr gute Flasche Wein oder wirklich ein sehr, sehr guter Kugelschreiber. Das habe ich schon gesehen, dass das verschenkt wird. Oder beides zusammen auch. Dann, also ich sag mal, eher nicht wertvoll, die klassischen Geschenke sind
diese Kalender für die Wand, dann, die wir ja überkleben müssen, damit man die Werbung nicht sieht. Dann, aber ich habe auch schon eben wirklich wertvolle Kugelschreiber gesehen, also wertvoll über, also mehr als 50 €. Das finde ich schon, finde ich viel Geld für einen Kugelschreiber. Dann, oder auch so viel dann auf einmal, ja. Also eine Flasche Wein, teure Pralinen, ja, Schlüsselanhänger, ja, und das Ganze dann in eine Tüte, und das summiert sich natürlich auch. Ja. Na gut. Ich meine, der Mensch ist nun mal nur ein Mensch. Das ist leider so. Wie äußern sich denn Ihre Kolleginnen und Kollegen so über ihre eigenen Fälle? Das würde mich auch mal interessieren, wenn Sie. Ja, wenn du, na gut, also hoffentlich nicht, dass sich jetzt nie wieder jemand mit dir unterhält oder alle auf einmal schweigen, sobald du zur Tür reinkommst. Aber man bekommt ja so ein bisschen mit, wie die Kollegen so über ihre Fälle reden. Wie reden die darüber? Was haben die für ein Menschenbild? Dann, also da muss ich sagen, ich war noch nie Mensch, der jetzt irgendwie sich in Lästerrunden hinstellt oder Gerüchten oder so. Ich höre dann eher mal was, wenn ich dann mal auch draußen stehe oder auf dem Gang mal einen Kollege treffe. Also es wird leider mehrheitlich sozusagen, ja, negativ gesprochen, also mehr gejammert, wie anstrengend der Erwerbslose war. Also die Kollegen intern haben wir ja den Begriff Kunden. Dann, also tatsächlich, was eher nicht läuft, dann, oder dass die wieder alle nicht gekommen sind, dann, oder dieses, auch wirklich diese Stigmatisierung, der hat eh keinen Bock. Ja, das, ich finde das immer sehr schade. Ich würde eigentlich viel lieber mal was, ja, was Positives hören, dass mir jemand erzählt, Mensch, das ging jetzt gut, wir sind jetzt einen Schritt weitergekommen, ja, oder wir haben jetzt einen Ausbildungsplatz gefunden nach so und so viel Anläufen, oder er hat sich oder sie sich toll entwickelt, ja, also, aber ich glaube, das liegt auch in der Mentalität der Menschen, ja, dass man viel lieber über was schimpft, als positiv zu berichten. Ja, also ich glaube, das ist jetzt nicht mal nur speziell Jobcenter-Mitarbeiter. Ja, Dann, durchschnittlich. ja. Aber das klingt so ein bisschen, als ob viele Kollegen so ein bisschen resigniert hätten auch. Und das bringt mich elegant zu meiner nächsten Frage. Verändert denn die Arbeit bei den Jobcentern auch die Mitarbeiter, also die Kolleginnen von Ihnen und nicht nur die Arbeitslosen und Erwerbslosen oder Erwerbsberechtigten, sondern wenn ich jetzt morgen bei der AGA oder beim Jobcenter anfange zu arbeiten, bin ich dann in einem Jahr noch derselbe? Nein, definitiv nicht. Also, wir haben ja immer wieder neue Kollegen, denn, weil die Fluktuation empfinde ich jetzt persönlich als sehr hoch. Dann auch haben wir ja immer wieder neue Projekte. Das heißt, hier werden die Kollegen befristet eingestellt für 1, 2 Jahre, um zu gucken, wie läuft das Projekt, ist das erfolgreich oder nicht. Dann, und die neuen Kollegen, die kommen oftmals sehr fröhlich noch ins Jobcenter, weil sie einmal auch froh sind, dass sie einen Job haben, dann sie sind froh, dass sie im öffentlichen Dienst sind, dann aber innerhalb wirklich kürzester Zeiten, da spreche ich von 6 bis 12 Monaten, merkt man, dass sie ruhiger werden. Das heißt, auch die fangen an, sich zum Teil zu beklagen über den hohen Arbeitsaufwand, über das, was sie auch sehen mit den Erwerbslosen. Ja, das heißt, sie lassen sich in meinen Augen zum Teil mit runterziehen, anstatt zu gucken, was ist wirklich noch möglich, ja, und Kreativität zu entwickeln. Und ich persönlich habe für mich festgestellt, dass Kreativität und das Ausleben der Kreativität jetzt wirklich speziell bei mir auch die Stimmung hebt. Ja, weil durch Kreativität erlebe ich auch Erfolge. Ja, wenn ich jemandem nur einen Vermittlungsvorschlag in die Hand drücke, und dann kommt der Erwerbslose wieder und sagt, das hat nicht geklappt. Ja, das sind natürlich keine positiven Rückmeldungen. Ja, aber wenn man wirklich auch mit dem Erwerbslosen, mit dem Leistungsberechtigten zusammen Erfolg feiern kann, also finde ich, hebt das durchaus die Stimmung. Ja, also die Kollegen werden ruhiger und einfach immer noch ruhiger. Ja. Ja, wie viele Leute von 10, das wird gar nicht reichen, sag mal von 100 Personen, 100 Fällen, 100 Kunden, wie viele kannst du da ungefähr dauerhaft in eine Beschäftigung vermitteln?
Dann, also ich sag, also Kunden haben wir nicht. Wir haben Leistungsberechtigte. Ja, tut mir leid, dass ich dich mal schon korrigieren muss. Ist Dann, okay. okay. Wenn ich 100 habe, gut, wir müssen unterscheiden zwischen jungen Menschen bis 25 und über 25. Ja, also bleibe ich mal erstmal bei meinem aktuellen, bei der aktuellen Betreuung. Da geht es ja mehrheitlich um Ausbildung. Da habe ich die Hochphase immer Ausbildungsbeginn im August. Ich habe keine 100, weil ich ja nur Teilzeit arbeite. Ich gehe mal von 10 aus, dass ich vielleicht schaffe, 3, 4 in Ausbildung zu bringen, dann und vielleicht 1, 2 ein Studium oder ein Praktikum, was dann in Ausbildung mündet. Dann meine Erfahrung aus dem Erwachsenenbereich ist, wenn ich jetzt den prekären Arbeitsmarkt ausnehme, da hätte ich von 199 vermittelt, das ist definitiv so, von 100 vielleicht auf einen Zeitraum, und ich arbeite sehr lange mit den Menschen, vielleicht die Hälfte in einem Jahr. Ja, alle anderen brauche ich länger. Das heißt, die Menschen werden nicht einfach nur verwaltet, sondern die werden schon auch wirklich vermittelt und betreut. Das ist mein persönliches Ziel, genau, weil ich kann keine Menschen verwalten. Ja, ich kann Akten verwalten, aber keine Menschen. Dann sprechen Ja. wir nicht nur über dich, sondern überhaupt über die Jobcenter an Ja. sich. Es wird viel verwaltet dann, und ich sage mal, um eine hohe Vermittlungsquote zu erreichen, das wird natürlich klar überprüft, auch von jedem einzelnen Mitarbeiter, wie hoch liegt die Vermittlungsquote. Muss ich zwangsläufig in den prekären Arbeitsmarkt vermitteln, ja, weil auch, ich sag mal, die passgenauen Arbeitsstellen, die haben wir auch nicht en masse, auch nicht in Hamburg und auch nicht eben, wie gesagt, schon bundesweit. Alles klar. Ich erinnere mich, als damals die Mauer fiel, da hat sich auf einmal viel verändert bei den Jobcentern. Vor allen Dingen so in Niedersachsen, so an der Grenzregion, da haben auf einmal die Mitarbeiter in den Jobcentern oder in den Argen damals noch, in den Arbeitsämtern, auf einmal doppelt so viele Fälle bekommen. Und zugleich wurde die Mitarbeiterzahl aber drastisch reduziert. Sind Ihnen denn da Burnout-Zahlen zum Beispiel, Burnout-Fälle bekannt unter Kollegen oder im Grunde ist das überhaupt noch zu bewältigen? Das ist ja im Grunde Akkord, was Sie da machen. Ich bezeichne das, also da gebe ich dir recht, tatsächlich Akkord. Denn wir haben einen sehr hohen Krankheitsstand, ja. Und mir wurde mal vorgeworfen, ich würde damit interner ausplaudern. Die Krankenkassen geben diesen Krankenstand öffentlich auch bekannt. Das kann jeder einlesen. Dann, und wir haben einen wirklich sehr hohen Krankenstand, gerade im Bereich der psychosomatischen Erkrankung, was definitiv Richtung Burnout geht. Dann, und ich selbst erlebe es immer wieder bei Kollegen, die sehr, sehr lange krank sind wegen eines Burnouts, weil sie es einfach nicht schaffen durch den hohen Arbeitsaufwand. Aber ich glaube, es ist nicht nur dieser hohe Arbeitsaufwand. Ich glaube, das ist auch der oftmals, dieses Spüren, dass ich als Mitarbeiter Druck von oben habe durch die ganzen Statistikerfüllung, dass ich gar nicht so arbeiten kann, wie ich möchte, weil ich bin der Meinung, dass viele meiner Kollegen auch gerne doch empathischer oder, ich sag mal, ich nenne es immer gern auch in Anführungszeichen linientreu, den Pfad verlassen würden. Aber da steckt die Angst vor Kündigung einfach zu tief drinne, dass wenn sie nicht linientreu arbeiten, dass sie dann Stress kriegen. Ja, einfach von oben, von Teamleitung oder auch Standortleitung. Dann, und ich glaube, das Ganze, wenn man das alles sieht, das vermischt sich dann. Ja, und erstaunlicherweise ist auch, wenn man sich, also viele gehen ja dann in eine psychosomatische Reha-Einrichtung, und wenn man sich mal dort mit den Psychologen unterhält, was ich durchaus ja auch schon getan habe, die dann von meinen eben, oder also auch unbekannt natürlich, Kollegen erzählen, dass sie sagen, die jammern erstmal über die Erwerbslosen, wie anstrengend die sind. Ja, und dass die ja alle nicht wollen und was weiß ich. Wenn sie aber dort dann mehrere psychologische Gespräche haben, stellen sie dann fest, es sind nicht die Erwerbslosen, die so anstrengend sind, sondern wirklich das Arbeitsumfeld.
Ja, und versuchen das dann innerhalb der Klinik auch zu reflektieren. Dann kommen dann zum Teil auch sehr hoch motiviert zurück, das habe ich selbst schon erlebt. Dann und ja, fallen aber dann doch so nach ein, zwei Monaten wieder in das alte Muster zurück. Ja, und das finde ich einfach sehr schade. Also irgendwo auch hilflose Helfer. Wenn du nach einem 8-Stunden-Tag Jobcenter abends nach Hause kommst, wie geht's dir da? Dann, ich muss sagen, ich nehme vieles leider mit in Gedanken. Nicht leider, weil ich dann negativ an meine jungen Menschen denke, sondern eher in dem Sinne, dass ich dann überlege, was könnte ich jetzt mit ihm noch machen, ja, oder mit ihr? Welche Kontakte habe ich? Welches Netzwerk habe ich? Teilweise kriege ich dann noch E-Mails von meinen jungen Menschen, weil die auch wissen, man findet mich im Netz. Dann, die ich dann auch noch beantworte. Da müsste ich im Endeffekt einen Stopp setzen. Das weiß ich selber. So, aber ich glaube, da kommt einfach mein Helfersyndrom durch. Das ist mir bekannt. Und ich kriege dann eher von Seiten meiner Familie das Stoppgesetz. Das heißt so, Inge, jetzt hast du Wochenende. Und das ganze Wochenende reden wir nicht über Jobcenter. Du hast auch noch ein anderes Leben. Du kannst nicht rund um die Uhr den Menschen helfen wollen. Ja, und da muss ich schon auch extrem einfach aufpassen. Ja, einfach sich bewusst machen, es gibt ein Leben vor dem Tod. Ja, Ja. und vorhin hast du auch was gesagt, dass auch die Kollegen zum Teil Sorge haben, dass sie gekündigt werden, wenn sie die Statistik und die Vorgaben von oben nicht erfüllen. Kann man dann sagen, dass die Mitarbeiter in den Jobcentern selber prekär beschäftigt sind? Dann, du meinst, du sprichst jetzt die Gehaltsstufen an, ne? Die Gehaltsstufe, aber auch Genau. den Kündigungsschutz. Ja, Hire and fire. also die Gehaltsstufen sind auch ganz klar nach dem Tarifvertrag der Länder geregelt. Die sind öffentlich, wenn man sich die Stellenangebote anguckt, die man ja im Netz sieht, unter anderem tatsächlich auch bei der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit, bei den Kommunen auf der Stadtseite entsprechend. Da sieht man, dass mehrheitlich nach dem sogenannten Entgeltgruppe E9 bezahlt wird. Das schwankt je nach Land zwischen 2,1 brutto und in Hamburg liegen wir, glaube ich, bei 2,350, sowas rum. Dann plus Ortszuschlag und eventuell Kinderzuschlag, wenn Kinder vorhanden sind. Da habe ich auch noch keine anderen Stufen gesehen. Wer höher bezahlt wird, sind die Teamleiter oder natürlich auch Standortleiter. Dann, also das ist definitiv bundeseinheitlich geregelt. Dann die einzigen, die wirklich unter E9 bezahlt werden, das sind die Menschen in der Eingangszone. Dann da hat mir mal jemand gesagt, die wird nach E6 bezahlt und bekommt ergänzend Hartz IV. Das ist natürlich dann eindeutig prekär. Das ist jetzt aber nur eine Aussage, die ich wiedergebe. Ja, ich habe ihren Lohnzettel nicht gesehen. Dann File-Manager sind auch eine Stufe höher. So, und Poststelle natürlich sind zum Teil auch prekär. Ja. Ja, also man kann sagen, oder wenn jemand 2,1 bis 2,3 brutto verdient und er hat eine Familie, einen Ehepartner und zwei Kinder, da kann man keine großen Sprünge mitmachen, das ist ganz klar. Ja. So, wir nähern uns dem Ende unseres Interviews, unserer Sendung. Allerdings habe ich hier noch ein paar Hörerfragen und ich möchte die Gelegenheit mal nutzen, die Ihnen gleich zu stellen. Eine Hörerfrage. Wie werden Protestaktionen unter den Mitarbeitern im Jobcenter aufgenommen, wenn ein Leistungsberechtigter wie beispielsweise Rolf Böß, der jetzt durch verschiedene Sendungen in den Vordergrund getreten ist, durch seine Sanktionen in den Sanktionshungerstreik treten? Okay, der heißt Ralf Böß. Ja, das ist, ich kenne ja seine Geschichte, ich kenne ihn ja auch persönlich. Bei ihm war das jetzt so, er hat dann nach dem Sanktionshungern, es war ja kein Streik, es war ein Sanktionshungern, da hat dann die Sachbearbeitung gewechselt. Ja, also das erlebe ich aber auch immer wieder in anderen Jobcentern. Dass sozusagen unbequeme Kunden, die werden gerne weitergereicht an andere Kollegen. Dann der neue Kollege oder Kollegin nimmt sich den Fall oder das Falles an.
dann und kann tatsächlich dann entscheiden, wenn noch eine Sanktionsanhörung läuft, ziehe ich die durch oder ziehe ich die nicht durch. Ja, also er kann wirklich bei Null anfangen. Ja, also immer wieder, häufig wiederkehrende, ja, Fälle, was ich selbst auch erlebt. Dann Frage damit beantwortet? Ja, ich denke ja. Wir haben noch eine zweite und auch die letzte Frage und dann haben wir es geschafft. Ich Okay. lese sie jetzt auch einfach mal vor. Regelmäßig wird davon gesprochen, dass die tatsächliche Zahl der Arbeitslosen von der Bundesregierung nach unten korrigiert wird. Ist Frau Inge Hannemann diesbezüglich etwas bekannt? Und wenn ja, welchen Hintergrund könnte eine solche Korrektur haben? Gut, ja, die Frage ist mir bekannt. Dann, also es gibt ein Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB abgekürzt. Das ist eine Forschungseinrichtung der BA. Denn die schreiben das ist eine Studie von 2011, dann, dass rund 6 Millionen Bürger nach dem SGB II, also Sozialgesetzbuch II, in der sogenannten Grundsicherung gemeldet sind. Ja, und davon sind rund 4,5 als erwerbsfähig eingestuft. Offiziell wird ja immer von knapp so 3 Millionen Menschen gesprochen. Dann, ich fand von dem her diese Studie ganz interessant, dass hier plötzlich von 6 Millionen gesprochen wird und 4,5 Millionen als erwerbsfähig. Und die restlichen 1,5 Leistungsberechtigten sind zumeist Kinder unter 15 Jahren, ja, die bei uns ja in der Statistik offiziell gar nicht so auftreten. Denn die BA hat ja inzwischen auch schon begonnen, im letzten Jahr die sogenannten nicht mehr offiziellen Arbeitslosen wie Ein-Euro-Jobber, wie Kurzzeitarbeiter, wie Menschen in Maßnahmen korrigiert in der Statistik. Die werden extra ausgewiesen. Da muss man sich die Statistik aber wirklich genau angucken, ja. Also man sieht die Zahl in der Statistik. Auch dort sind diese, glaube aktuell 2,9 Millionen. Und man muss dann immer weiter runter blättern und dann sieht man plötzlich die Ausgewiesenen, ja. Und die muss man wirklich aktuell dazu rechnen. Das sind offizielle Zahlen 800.000. Dann aber nicht mitgezählt werden und das ist immer noch nicht ausgewiesen, sind die ganzen Menschen, die zum Beispiel in Erziehungszeit sind, also offizielle Mutterzeit, die 3 Jahre, denn es sind nicht die ausgewiesen, die länger krank sind als 6 Wochen. Dann es sind auch nicht die ausgewiesen, die auf mangelnde Verfügbarkeit gestellt werden oder mangelnde Mitwirkung. Das kann ich ganz schnell machen. Wenn jemand zweimal nicht zum Termin kommt, kann ich das entsprechend umstellen. Ja, und diese Zahl kenne ich leider offiziell nicht. Es wird immer gemunkelt, wohl von doch 1 Million. Kann ich nicht bestätigen, weiß ich nicht. Ich komme auch nicht an diese Zahlen ran. Aber ich denke, das ist einfach sehr, sehr viel, ja, an Anzahl. Denn, Ja. aber wie gesagt, viel interessanter finde ich jetzt da diese Zahl von rund 6 Millionen, ja, der IRB. Ja, wobei wir haben ja bei unserem letzten Armutsbericht gemerkt, der wurde zuerst mal in den Reichtumsbericht umgemünzt und dann wurde auch noch inhaltlich gefaked. Und es gibt auch dieses Sprichwort, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Da ist sicher was dran. So ein bisschen wird da immer frisiert werden, aber es gibt natürlich Grenzen, weil es auch viele Leute gibt, die denen dann auf die Finger schauen. Ja, zum Schluss vielleicht noch ein offenes Wort an unsere Hörer. Könnten Sie unseren Hörern noch irgendwelche Tipps geben oder gibt es sonst noch irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe zu fragen? Ein letztes Schlusswort einfach Ja, nochmal an dich. also ich empfehle wirklich jedem Erwerbslosen nur mit Beistand in die Jobcenter zu gehen. Gespräche dürfen protokolliert werden, denn der Beistand darf auch nicht aus dem Büro des Sachbearbeiters rausgeworfen werden. Dann also ganz wichtig zu wissen. Ich empfehle auch immer, und jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen, die EGV nicht zu unterschreiben. Dann und Die Eingliederungsvereinbarung. genau die Eingliederungsvereinbarung und dann auf den Verwaltungsakt von mir aus zu bestehen, am besten aber gar nichts unterschreiben.
dann und wirklich mit dem Arbeitsvermittler oder Fallmanager auch darüber zu diskutieren. Ja, so, und es wird ja auch immer gern gesagt, unter Einhaltung der Rechte und Grundgesetz kann man durchaus unterschreiben. Dann, und also aber einfach wichtig, wirklich inzwischen mit Beistand. Ja, und auch ganz wichtig, da spreche ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, wenn Termin nicht wahrgenommen werden kann, dann oder irgendwas nicht umgesetzt werden kann, tatsächlich für uns auch zur Unterstützung Termine vorher abzusagen. Ja, weil ansonsten werden sehr gerne sofort die Sanktionsanhörungen rausgeschickt oder auch gerne mal einfach sanktioniert. Dann gut, ist eine sehr komplizierte Sache, aber da wirklich ruhig auch Bescheid geben, ja, weil ich freue mich auch über jeden, der sagt, Frau Hennemann, ich kann nicht kommen. Ja, und dann kann ich einen neuen Termin machen. Ja, natürlich. Also jetzt erstmal großen, großen Dank auch für deinen Mut, dass du den Mut hattest, darüber zu sprechen. So schlimm war es gar nicht, finde ich. Also ich finde, die Argen sind, also die Jobcenter sind eigentlich gar nicht mal so schlecht dabei weggekommen bei der Sendung. Auf jeden Fall gibt es noch einiges an Aufklärungsbedarf. Da wirst du sicher auch weitermachen. Ich kann nur hoffen, dass dir da keine Nachteile draus erwachsen. Es wäre auf jeden Fall sehr unfair. Andererseits würde so eine Vorladung oder eine Sanktion gegen dich wahrscheinlich jetzt inzwischen schon einen Streisand-Effekt bewirken. Das heißt, dann würden erst alle aufmerksam werden und dadurch würde dein Bekanntheitsgrad erst richtig nach oben schnellen. Deswegen denke ich, sind wir da auf dem richtigen Weg, auch mit der heutigen Sendung. Nochmal vielen, vielen Dank für dieses Interview. Ja, danke dir auch. Schönen So, und bei Abend. uns, ja, bis dann, tschüss. Ja, tschüss. Und bei uns geht es weiter mit ein bisschen Musik von Foxapet. Push me higher, sorry, push me higher. Und auf geht's, leg mal was ein.